Hallo Simone, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, welches Tool ich vielleicht nächste Woche für meinen Kurs verwenden könnte, und ich würde mir ein besonders innovatives und spezielles Tool wünschen. Hast du da Empfehlungen für mich? Ja, da fallen mir gleich ein paar Sachen ein, die besonders innovativ sind. Interaktive Videos, Chat-Simulationen, vielleicht auch Augmented Reality. Das klingt sehr interessant, aber auf den ersten Blick auch etwas kompliziert. Muss ich da programmieren oder ähnliches? Nein, du musst nicht programmieren können. Es gibt inzwischen Tools, mit denen das auch ohne Programmierkenntnisse möglich ist, diese innovativen Technologien einzusetzen. Drei Beispiele dafür sind Learning Snacks, H5P und Metaverse. Wenn wir uns jetzt zuerst Learning Snacks ansehen, dabei wird eine Unterhaltung zwischen dem System und den Lernenden simuliert. Für die Lernenden wirkt das jetzt ein bisschen so, als würden sie da mit einem Chatbot sprechen. Und in Wirklichkeit habe ich aber als Lehrende diese Unterhaltung vorher vorbereitet. Ich verstehe. Und muss ich da etwas installieren dafür? Nein, musst du nicht. Du brauchst nur einen PC mit Browser und musst keine Software installieren, um so einen Learning Snack erstellen zu können. Am besten, wir schauen uns gleich an, wie das funktioniert. Um einen Learning Snack zu erstellen, muss man sich zuerst auf der Plattform learningsnacks.de registrieren. Das geht über den Button Login und dann zur Registrierung. Dort gibt man die eigenen Informationen ein, bestätigt noch schnell die E-Mail-Adresse und kann sich dann einloggen. Wenn man eingeloggt ist, kann man rechts oben auf das Plus klicken und so einen neuen Learning Snack erstellen. Man gibt dem Snack einen Namen, zum Beispiel eBMOOC Plus Snack, und kann hier ein Titelbild auswählen. Dann kann ich Elemente zur Unterhaltung hinzufügen. Zum Beispiel ein Textfeld, in dem ich die Teilnehmerinnen begrüße. Ich kann im Text auch eine Frage stellen. Zum Beispiel, was ist der eBMOOC Plus? Die Antworten gebe ich in das Antwortfeld ein. Ich markiere die korrekte Antwort und gebe hier noch ein Feedback ein. Hier sehe ich auch schon, wie die Unterhaltung für meine Teilnehmerinnen aussehen wird. Als nächstes möchte ich gern eine Umfrage hinzufügen. Wieder gebe ich meine Frage als Text ein. Welche Inhalte interessieren Sie besonders? Die Antwortoptionen gebe ich wieder in das Antwortfeld ein, stelle hier jedoch auf Umfrage um. Ich möchte jetzt eine dritte Option hinzufügen, also verwende ich das Plus-Symbol. Sobald meine Teilnehmerinnen hier etwas eingeben, sehe ich eine Auswertung angezeigt. Ich kann hier auch noch ein Bild hinzufügen, das dann einfach in der Unterhaltung erscheint. Und hier könnte ich noch eine Frage stellen, bei der die Antworten Bilder sind. Wenn ich jetzt ein Element im Nachhinein bearbeiten möchte, klicke ich es einfach an und kann es hier dann bearbeiten, mit einem Pfeil nach oben oder nach unten verschieben oder hier löschen. Learning Snacks speichert übrigens meine Eingaben immer automatisch. Bevor ich einen Snack fertigstelle und verteile, schaue ich mir noch die Einstellungen an. Hier sehe ich die Sichtbarkeitseinstellungen, die Lizenzierung, ob Teilen erlaubt sein soll, welche Kategorie, welcher Channel und in welcher Sprache der Snack sein soll. Wenn ich die Einstellungen gecheckt habe und der Snack fertig ist, kann ich ihn hier teilen. Und zwar per URL oder QR-Code, über soziale Medien oder als Einbettung in eine Website. Lernende können den Snack dann über PC, Smartphone oder Tablet aufrufen. Im Login-Bereich unter Meine Snacks sehe ich eine Übersicht über alle Snacks, die ich bereits erstellt habe und kann diese teilen, bearbeiten, duplizieren oder löschen. Wenn ich hier auf Learning Snacks klicke, sehe ich eine Übersicht über alle Snacks, die andere Menschen erstellt haben. Ich kann auch andere Snacks teilen oder kopieren, sofern die Autorinnen das erlaubt haben.
Seit kurzem bietet Learning Snacks auch eine Klassenzimmerfunktion. Dort können Teilnehmerinnen ihre eigenen Snacks erstellen, ohne sich registrieren zu müssen. Ein Klassenzimmer erstellt man, indem man im Menü auf Klassenzimmer und dann auf Klassenzimmer erstellen klickt. Dort kann man einen Namen, eine Klasse und einen Titel für die geplanten Learning Snacks eingeben. Zum Beispiel möchte ich, dass meine Teilnehmerinnen einen Snack über digitale Tools und einen zweiten über Sicherheit und Datenschutz erstellen. Das gebe ich also hier ein. Dann klicke ich auf Klassenzimmer erstellen. Schon wurde das Klassenzimmer und die zugehörigen Snacks erstellt. Ich sehe es jetzt auch unter meine Klassenzimmer. Jeder Snack hat hier einen PIN, den ich an meine Teilnehmerinnen weitergeben kann. Den sehe ich, wenn ich auf die Testklasse klicke. Indem ich auf Klassenzimmer bearbeiten klicke und dann auf das Drucker-Icon, kann ich auch eine Übersicht über alle Codes ausdrucken. Die Teilnehmerinnen müssen ihren PIN dann in der Klassenzimmerübersicht eingeben und das Klassenzimmer betreten. Dort können sie dann die Snacks im Klassenzimmer bearbeiten. Wow, wirklich ein praktisches Tool. Jetzt bin ich aber gespannt auf die anderen Beispiele. Unser nächstes Beispiel ist H5P. Das ist eine Open-Source-Software, mit der man interaktive Inhalte fürs Web erstellen kann. Zum Beispiel interaktive Videos, Bilder oder auch Online-Aufgaben wie zum Beispiel Lückentexte. Die Inhalte, die man mit H5P erstellt, kann man dann per Link mit den Lernenden teilen oder sie auch in ein Lernmanagementsystem oder eine Website einbinden. Man kann auch Materialien, die jemand anderer erstellt und freigegeben hat, speichern und weiterbearbeiten. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie zum Beispiel so ein interaktives Video ausschaut. Sehen wir uns das doch gleich einmal an. So kann man die Lernenden während eines längeren Videos immer wieder aktivieren und zum Beispiel wichtige Punkte gleich wiederholen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn Teilnehmerinnen Inhalte im Selbststudium durchgehen sollen. Für alle, die noch mehr über H5P wissen wollen, zeigt Nele Hirsch in einem kostenlosen und unter CC BY lizenzierten Online-Kurs auf der Plattform OnCampus, wie man H5P bedienen kann, und mit der Webseite einstieg-h5p.de stellt sie außerdem noch eine Möglichkeit zur Verfügung, H5P ohne Registrierung auszuprobieren. Sehr spannend. Ein Tool wolltest du, glaube ich, noch vorstellen, stimmt's? Genau, und das ist besonders innovativ. Es verwendet nämlich Augmented Reality. Da denke ich ja gleich an Pokémon Go. Bin ich da richtig? Ganz genau. Die Technologie, die hinter Pokémon Go steckt, kann man inzwischen auch zum Lehren und Lernen einsetzen. Und das Tool, das ich dir jetzt zeigen möchte, heißt Metaverse und verwendet genau diese Augmented Reality Technologie. Und das kann ich alles selber machen, ohne Programmieren? Ganz genau. Du kannst selbst eine Learn Challenge erstellen und deine Teilnehmenden können das dann mit einer App auf ihrem Smartphone durchführen. Das heißt, theoretisch könnte ich meine Teilnehmerinnen auf eine digital unterstützte Tour durch die Stadt oder durchs Museum schicken? Ganz genau. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Zuerst muss man sich auf studio.gometa.io einen Account anlegen und kann dann eine neue Challenge erstellen, ohne etwas installieren zu müssen. Im Backend kann man die Lernwege vordefinieren und verschiedene Figuren, Dialoge, Fragen oder Videos auswählen. Man kann die Lernenden auch auffordern, bestimmte Aufgaben zu lösen oder selbst Fotos aufzunehmen. Wer wissen möchte, wie man eine Metaverse-Challenge anlegt, findet unter diesem Link eine CC BY lizenzierte Videoserie von Nele Hirsch mit einer genauen Anleitung. Ja, danke für diese tollen neuen Tools. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, das mit meinen Lernenden direkt auszuprobieren.